Hi Leute und willkommen zu diesem FAQ. Ziemlich viele Leute haben mich in letzter Zeit abonniert, deswegen wollte ich für die mich einfach mal besser vorstellen und ein paar Fragen von ihnen beantworten. Wir kommen direkt zur ersten Frage, die mich selbst auch beschäftigt noch. Wann kommt dein Kanaltrailer? Ganz einfach Leute, ich weiß es noch nicht. Die Sache ist, der Kanaltrailer soll gut werden, deswegen wird es ein bisschen länger dauern wie andere Videos. Es geht jetzt so darum. Ziemlich viele Leute stehen schon in Kontakt zu mir deswegen und für die, wo noch nicht in Kontakt dazu stehen, aber gerne mal mit mir eine Zusammenarbeit, also eine Kooperation machen würden für ihren Kanal oder für meinen Kanal, wie auch immer, schreibt mir doch mal gerne auf Instagram Manexli. Dann können wir mal zusammen ein Video machen für euren und meinen Kanal und das wäre dann doch wirklich in beiden Interessen eine Win-Win-Situation. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich da ein paar Leute melden. Mein Instagram, wie gesagt, Manexli. Gut, wir kommen direkt zur nächsten Frage. Und zwar ist die Frage von einem ziemlich komischen Menschen. Er fragt mich von 1 bis 10, wie behindert bist du? Da muss ich sagen, ganz klar 100. Gut Leute, von dieser behinderten Frage direkt zu einer nächsten, die eher was mit meinem Instagram-Profil zu tun hat. Und zwar fragt mich jemand, verwendest du Apps zur Fotobearbeitung? Und da kann ich sagen, nein. Ich verwende nur die Möglichkeiten, die Instagram bereitstellt, um ein Foto zu bearbeiten, um das ein bisschen besser zu machen, aber sonst überhaupt gar nichts. Die nächste Frage ist, was ziemlich viele Leute interessiert, ich weiß gar nicht warum, wie viel wiegst du? Gut Leute, ganz einfache Antwort, 70 Kilo. Ja, hier auch ein kleiner Beweis, warum auch immer ich von der Waage ein Foto gemacht habe, müsst ihr nicht verstehen, aber ich habe es gemacht, also ja. So, wir kommen jetzt hier mal schon zu einer Real Talk Frage und zwar fragt mich ein Zuschauer, was hältst du vom Primark? Und ich muss sagen, überhaupt nichts. Weil das ist halt einfach eine Billigmarke wie auch Kick und andere Billigsachen, sage ich mal. Wenn man halt in einen Laden geht, dafür 1 Euro für ein T-Shirt zahlt, darf man halt nicht erwarten, dass da ein fairer Lohn war. Man muss sogar davon ausgehen, dass Kinderarbeit betrieben wurde und dass ein Kind sogar hergestellt hat. Dazu von den Umweltauswirkungen, weil die Firmen halt einfach darauf einen Scheiß geben, mal abgesehen. Nächste Frage, warum bist du so hübsch? Erstmal danke fürs Kompliment, aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich will dazu jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel sagen, weil es soll jetzt hier nicht arrogant am Ende rüberkommen oder so. Aber wir kommen direkt zur nächsten Frage, weil die passt sehr gut. Kannst du dein Gesicht zeigen? Fragt mich ein Zuschauer. Und da muss ich sagen, wenn ihr das wollt, stimmt hier mal ab, ja oder nein. Vielleicht wollt ihr wissen, wie ich aussehe, vielleicht auch nicht, kann ja sein. Aber es geht jetzt darum, ich will euch einmal erklären, wann ich vielleicht mal mein Gesicht zeigen werde. Eventuell werde ich in naher Zukunft irgendwann mal ein Fan-Treffen machen, natürlich jetzt nicht, weil Corona-Krise, Leute, ihr wisst Bescheid. Erstmal, wenn die Corona-Krise vorbei ist, das würde ja auch noch ein paar Monate dauern. Und dann mal gucken, vielleicht mal auf der Gamescom, vielleicht auch nächstes Jahr irgendwann bei einer Messe oder wo auch immer. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch vorstellt, wie ich aussehe. Würde mich einfach mal interessieren, schreibt es mal rein. Das war es jetzt leider schon mit dem Video. Ihr könnt euch ja gerne andere Videos ansehen, werden hier auch gerade mal 2 empfohlen. Jetzt würde ich sagen, lasst gerne mal ein Like da, wenn das Video euch unterhalten hat und gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Haut rein und ciao!